Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Borderlands 2 mit Fuba. Oh, da steht ja tatsächlich Fuba wieder, ist mir jetzt das aufgefallen. Hä? Da war doch letztes Mal schon. Seitdem das Update war. Mit diesem Anmelden. Stimmt, da musstest du dich ja umbenennen. Ah, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Ja, er nimmt doch jetzt nicht mehr den Steam-Namen. Ja, das natürlich. Und was hier unsichtbar. Oh mein Gott. Einfach schießen. Das sind die Klingonen. Panik. Oh. Panik. Oh, der war ja neben mir hier, der kleine Stalker. Was denn der da gemacht? Was machst du da mit den Stalkern? Na, die stalken mich hier, die Säcke. Ach so. Und nicht erstmal hier links hochlaufen, wo wir noch nicht hin müssen? Die stehen wohl auf alte, fette Männer. Obwohl. Ach, hier geht's ja gar nicht weiter. Sascha. Hast du hier das Lager schon durchsucht? Nein. Warum nicht? Das habe ich dir überlassen. Was, du wolltest das Spiel verlassen? Egal, das auch. Disconnected. So. Was ist denn das da für ein Schiff da oben? Da kommen wir doch bestimmt noch irgendwie ran, wa? Glaube ich nicht. Ich hab Medikits gefunden, Leute. Meinst du nicht? Oh, Waffenkiste. Jo, Waffenkiste. Ich hab gerade eine von Bruder Schnorrer. Mit einem Raketenwerfer. Kannst du dir holen, 28.000. Wo? Was? Ich brauch. Wo bist du denn? Ich will unten. Ja nicht runterhüpfen. Ich werde jetzt fast runterhüpfen. Einmal mit Profis arbeiten. Ey, ich bin Profi. Ein Scheiß. Hä, wo ist hier? Ach, da. So. Ja, nehme ich mit. Spitze, bedanke mich. So. Oh mein Gott. Die Pistole lässt du... Ah, nee, das ist ein SMG. 23.000 lässt du liegen? Hast du eine, die besser ist? War da nur 9.000 oder nicht? Nein, ich meine 23.000 Schaden. Hä? Nee. Die weiße SMG hat keinen... Hier stand 9.000. Nicht 1000 Geld, sondern Schaden. Hör mir doch mal zu. Ach, Schaden. Natürlich. Was ist die... Ich hab doch gesagt, ich bin Profi. Ich spiele nur mit Waffen, die 1000 Damage machen. Und pack mir ein Schild drauf, was nochmal 30.000 Damage macht. Ich finde, du solltest mit der ersten Waffe, spielen, die du hier übrigens bekommen hast hier. Was? Kann das sein, dass ich gerade schon richtig laufe hier? Ja, hier müssen wir lang. Da unten sind noch Mods, die kannst du auch nehmen. Oh, komme ich hier runter? Ne? Du lootest hier neben mir, ja? Aber ging das nicht da eben auf der anderen Seite auch noch lang? Nein. So, Kosten. Vor allen Dingen, er lässt den einen hier durch. Vor allen Dingen alle 8 genau den gleichen Preis, ja? Alle. Ja. Hätte sie ruhig mal alle töten können. Hätte ich. Wo bist denn du hin? Hier runter. Du bist ja jetzt wirklich runterhelft? Kommen wir hier auch wieder hoch? Ja. Tatsache. Und hier gab es auch noch eine Waffenkiste. Ah, das Gute hat er wieder weggenommen. Ach, dieser kleine... War eh nicht schuldig, das waren nur Schilde, die ich eventuell für meinen Psycho nutzen möchte. Ach so. Hier ist bestimmt irgendwie eine Nebenquest später. Hin. Terminiert. So, und wo schießt ja noch was? Der da. So, inner lebt noch. Ja, er lebt noch. Da liegt er. Er lebt noch. Schnell noch die Waffenkiste hier angucken, bevor du wiederkommst. Jo, kannst du dir nehmen, ist ein Gewehr dabei. Ein Sniper. Oben drauf oder wo bist du? Jo, auf dem Dach. Ich bin doch viel zu blöde, da hochzukommen.
Da sind Leitern. Sag ich doch. Ich bin viel zu unsportlich, um da hochzukommen. Ja gut, das beschreibe ich. So, 21k und... Ne, die 12 lassen wir mal weg. Vielleicht kommt hier noch was Schönes. Aber ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob ich da wirklich so viel Kohle verloren hatte. Da warst du nicht mal bei 6 Millionen oder so? Weiß ich nicht. Ich war jetzt bei 5,4 oder so. Ja, du bist ja ein paar Mal gestorben. Na, jetzt einmal, ja. Nee, davor hoch und öfter. Nee. Doch. Ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal hin. Ja, das wird hier ein Nebenquestgebiet sein. Nein! Doch! Ich springe hier auf die Tonne. Weil hier kann man so komisch am Haus noch lang hüpfen. Könnt mir vorstellen, hier gibt es irgendwo ein Zeichen. Könnte sein. Ah, hast du schon gefunden, bestimmt? Nein. Warum nicht? Weil ich nichts gefunden habe, da oben. Ist ja logisch. Du findest sie doch sonst. Ja, irgendwie bei dem DLC war bisher so, Na, zwei Stück oder so, ne? Ja, ich glaube. Das ist echt eine schlechte Quote für dich. Werd alt. Dafür, dass du Kausal-Gamer bist, ist das echt schlecht. Kausal. Boah, hier runterfliegen muss auch schmerzhaft sein, ey. Probier doch mal. Nee. Ich wurde ja vorhin schon... Ich schenk dir auch eine Waffe, die du dir verkaufen kannst dann. Ah, 5,8 habe ich jetzt sogar schon. Na, hier gibt's ja immer zwischendurch... Extrem Waffen mitnehmen und verkaufen, das bringt dann doch ein bisschen was, wa? Das habe ich bei dem... nice. Was denn? Legendäre Waffe. Pistole für 130.000. 130.000. Ja. Was haben wir denn hier Feines gekriegt? Zeig. Nein. Burning Infinity. Ja, Doll Damage macht die nicht, aber... Was? Infinity? Infinity. Gibt's her. Nein. Zeig. Nee, das will ich sehen. Nein, glaube ich. Die backt mir noch durch. Kannst du mein Video gucken? Nee. Das ist auch eine Waffenkiste. Du machst jetzt hier sofort den Steam Live Chat an. So was gibt's? Wo ist eine Waffenkiste? Ach, da drüben. Ah, ich will nicht rüberspringen. Ich blockiere dich. Das ist mir zu heiß irgendwie. Was ist heiß? Hast du es geschafft, ja? Ja, natürlich. Und wird gut da drinne? Nee, Schilder. Das für 12k habe ich mal mit denen. Du hüpfst hier ganz normal, brauchst du nicht mal ducken. Ich hatte Schiss, dann runterzufallen. Ach, du kleine Heulsuse. Hier ist noch eine Sniper für 18. Ich glaube, ich brauche aber dann jetzt gleich mal einen Automaten. So, wo ist jetzt hier die Leiter, die ich nicht finde? Da ist keine Leiter. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Oben? Und dann rüberjumpen? Hä? Bist du behindert oder was hier? Guck zu, wie Papa das macht. Lalalala. So. Ja, ich. Ja, du Kausual. Ich spiel immer ohne Ducken irgendwie. Hey, ich bin auch nicht geduckt. So, jetzt bin ich voll. Ja, das ist ja nicht schnell. So, jetzt bräuchte ich definitiv einen Automaten. Zeichen? Nee. Du kleiner Hurensohn. Was? Unten oder oben? Unten. Warum krieg ich... Alter, du... Das war... Denn? Da an der Wand, ein bisschen blind halt. Und wer hat hier denn schon gelootet? Weiß ich auch nicht. Das müssen die Banditen gewesen sein. Du? Ja, was? Ja. Alter, vor allen Dingen die Hälfte an HP verloren. Wegen dem Scheiß. Du bist so ein Dreckstyp, ey. Hallo, das ist voll beleidigt. Strafe muss sein. Alter. Außerdem darf ich dich mal daran erinnern, als du mich bei diesem Hexer-DLC zerquetscht hattest. Ich hab dich nicht zerquetscht. Nein.
Was zerquetscht? Bist du ein bisschen. Oh! Doof? Ach, gut. Ich dachte schon. Warum machst du hier weiter? Ich hab nicht drauf auf die Karte geguckt, dass es hier weitergeht. Ja, ich wollte eigentlich nur. Ach, hat die Klappe. Halt doch die Klappe. Umzug eigentlich? Der nach oben. Aber irgendwo gibt's da einen Automat, habe ich gerade hier gelesen. Aber wenn wir jetzt hier runterhüpfen, sind wir unten, ne? Ich bin irgendwo anders runtergehüpft. Wo rennst du denn da jetzt wieder hin? Spawns Gegner. Alter, das ist so. Du willst das Ausrufezeichen holen. Alter, machen die Damage, ey. Damage, Damage. Ja, die sind von Level 52. Oh, und ich bin 56. Die sollen sich mal zusammenreißen. Hier ist Waffenkiste. Kommst du nicht ran? Hier ist eine unsichtbare Wand. Wie, hä? Tatsache. Lol. Krass. Das war's jetzt? Achso, ich sehe das Ausrufezeichen noch. Ja. Achso. Okay. Das ist wieder eine Flasche. Hol mal eine Flasche Bier. Flaschenpost. Also ein X wieder. Finde den Schatz, ja. Wow, wir sind da richtig weit gekommen. Hier unten ist wieder der Dorf. Oh, ein Skin. Willst du den aufnehmen? Oh, shit, den habe ich schon. Hast du den schon? Achso, ich habe den noch nicht. Dann gib doch mal her. Ja. Ob ich und eine Waffe. Alter, was ist denn das für ein Bug? Wenn du auf deinen Typi da guckst, voll verbuggt, der Bruder. Der Bruder. Ey, der Bruder. Hier ist voll die Schatzkiste an der Wand gemalt, komisch. Voll verbuggt da, der Bruder. So, dann kann ich den ja gleich benutzen. Und dann habe ich ja wieder Platz. So. Bist du schon... Ich bin am Suchen. Kommt man hier einfach so rüber, oder? Ja, kommt man. Okay. Wie soll ich denn sonst so schnell darüber kommen? Wir sind ja dann wieder ganz unten, wa? Ja. So, und hier sollen wir jetzt... Wieder ein X suchen, ne? Ach du heiliger Wusp. Aber zeigt der dann nicht auch irgendwie das so nach dem Motto an? Nein. Wenn du auf den Boden guckst mit E. Aber war das letzte. Ja, wenn du es genau vor dir hast, ja. Das war bisher, glaube ich, immer auf dem Boden. Verkackt hat? Ja. Aber war das nicht sogar irgendwo drin gewesen? Letztes Mal? Nee, nee. Nein. Doch, das, naja, drin auch nicht, aber so unter, na, unterm Vordach gedönsmäßig. Ja. Es könnte theoretisch auch hier drauf sein, ne? Es könnte, mal gucken, Vermutung. Hier hinten ist ein X drauf, auf der Waffenkiste. Dann mach doch mal. Achso. Aber da ist nichts zum Aktivieren. Aktivieren. Also hier an der Wand ist ja eigentlich und was weiß. Aber also bisher war es immer ein schwarzes X. Ein schwarzes X. Nicht, dass das hier irgendwie auf den Schienen ist. Pass mal auf, dann kommt vielleicht das Ding runtergefahren, was du vorhin meintest. So, hier ist ja auch noch. Das ist auch noch im Gebiet hier. Huch! So, hier ist kein X. Okay. Ich wette, ich bin schon dran vorbeigelaufen. Ja, wahrscheinlich. Aber so richtig. Ich hab ja für sowas null Augen, ey. Wimmelbild! Wenn du es findest, dann drück aber nicht gleich drauf. Hab's. Hast du gar nicht. Hey, wo soll das denn sein? Aber das muss auf dem Boden sein, ne? Gehe ich von aus, war ja bisher immer auf dem Boden. Ist das ein X? Nee.
Und es war ja auch nie so mini-klein oder so. Nee, eigentlich nicht. Aber trotzdem ist man zu blöd, es zu sehen. Und ich gehe davon aus, das wird auch wieder auf der normalen Erde irgendwie liegen. Unterspringen kann man ja nicht weiter, ne? Nee. Wissen nicht, ich will es eigentlich nicht probieren. Ja, aber ich glaube, das Ding kommt nicht rüber gefahren. Sehe ich okay, nix. Alter, ich stand bestimmt. Aber wenn ich davor stehe und drauf gucke, dann kommt doch der Buchstabe für aktivieren. Ja. Huch! Hast du es? Nee, ich wäre fast runtergefallen. Also Huch heißt ja nicht hab es. Ja, das einfach so, huch, hier war es ja. Huch. Irgendwie glaube ich immer noch, dass es da, wo du bist, dass es da irgendwie mitunter ist, aber. Oder ist es vielleicht diesmal dann doch ein Hebel oder sowas? Naja, nee, ich glaube nicht, dass das Ding rübergefahren kommt. Da kommt ja wieder eine Schatztruhe hoch. Also ich denke mal nicht, dass das so mega unten versteckt ist oder so. Aber das Ding da wird niemals rüberfahren. Dafür ist das bloß eine Textur da, diese Seil da. Ja, ist ja alles Textur, aber... Manchmal sitzt du auch ein bisschen Blödsinn, ja? Vor allen Dingen ich. Also auf den Schienen, da kann es ja eigentlich nicht. Habe ich auch schon geguckt gehabt, eigentlich. Am Anfang dachte ich hier, weil hier so was Weißes ist. Aber das. War ich doch schon, ne? So, hier ist unsichtbare Wand. I'm too stupid. For this finding. Jetzt probierst du doch alles aus, ja? Wieso? Oben. Der kann noch sein. Also hier wäre zumindest Platz für eine Kiste gewesen. Und das ist laut meiner Minimap noch drin. Oh. Ja, ganz knapp. Ja, aus Versehen. Das sind auf den Strich. Ja, manchmal ist der vielleicht, wenn man so hüpft, dass man das vielleicht mal besser sieht oder so. Ja, ich versuche immer mal so von mit Zielfernrohr auch zu gucken. Aber wo war denn das letzte Mal? Das ich glaube, das war bloß irgendwie an so einer leichten Schräge, oder? Ja, und ein Vordach war drüber. Oder irgendwie so eine Holzplanken waren drüber, irgendwas war. So, hier in dem Ding ist das auch nicht drin. Nee, ich hab schon geguckt, das war meine erste Idee. Runterschießen kann man das auch nicht. Weil hier, das ist ja auch noch alles drin.
wenn man es dann sieht, dann denkt man wieder, Ja, na, da 80 Mal dran vorbeilaufen. Steck fest, hallo? Alter, hallo? Du bist doch ein bisschen blöde, ja? Ich steck fest. Hä? Ich steck fest. Ach so, jetzt. Wie groß war denn das X? Ja, so wenn die Tonne bestimmt... Ist das überhaupt ein X? Ja, es ist ein X immer noch. Oder ein Plus. So groß wie die Tonne. Also von oben herauf gucken, schätze ich mal. Ja. Mhm. Aber ich glaube, hier auf so ein Bretter-Dings... Vermute ich es eigentlich nicht, ne. Macht der... Da würde es eigentlich auch richtig gut sehen, außer es ist plötzlich kein schwarzes X mehr, sondern irgendeine andere Farbe. Und der Leiche ist auch nicht, ne? Ja. Ich bin verzweifelt. Ey, was sind das hier eigentlich? Wäre das jetzt hier auf der normalen Fläche, dann hätten wir das ja schon gefunden. So. Waren wir denn da auf dem Vorsprung hier schon? Also, da kommt man bestimmt gar nicht hoch, wa? Oh, oh, oh. Ich dachte, man läuft hier über das Seil, aber... Ja, da oben auf dem Vorsprung war ich aber, wenn du beim Kran bist. Auf den oberen? Ja. Okay. Oder was heißt oberen? Ja, nicht auf den da. Ich war auf... Sondern auf den da oben. Dem. Ja, okay. Glaube ich. So. Was mich jetzt wundert, ist diese komischen Überdachungsdinger da. Was ist denn das da für eine Leiche? So, neben der Kiste wäre ja Spaß. Und das andere ist ja out of map da unten, ne? Ja, habe ich schon überlegt, keine Ahnung. Man muss ja, wenn das auch dann nachher wieder ein auch Stück am Rand. Einen Weg nach oben irgendwie geben. Nicht, dass das hier irgendwie am Rand so halb außerhalb der Zone ist oder so. Also hier sehe ich nicht. Ja, man müsste da ja sicher wieder hochkommen, ne? Ja. Ich hoffe mal, dieses Granatenzeichen ist kein X-Ersatz. Ich probiere es einfach mal. So, jetzt bin ich ja außerhalb, laut Doktor. Doktor Motte? Und da ging's dahin. So, hier war bloß die olle Kiste, aber das wird's ja nicht in der Kiste drin sein. So, das da unten ist alles out of map. Hm. Das gibt's doch gar nicht, ey. So lange haben wir noch nie gebraucht. Mann, ey. Mann. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie an der Wand ist oder so. Das war ja bis jetzt immer auf dem Boden, ne? Ja. Wir sind einfach nur too stupid, sag ich dir.
Aber war das nicht letztes Mal auch so leicht in den Boden gepackt? Nee, eigentlich nicht. Glaube ich nicht. Okay. Das gibt's doch gar nicht, ey. Muss doch hier irgendwo scheiß X sein. Ups, auch die Anzeige auch richtig. Ja, das kommt ja noch dazu, ja. Aber ich denke mal schon, dass sie richtig ist. Dauert nicht mehr lange, dann spawnen die Gegner wieder. Meinst du? Ja. Wieso spawnen die nach 80 Minuten? Nach oder? Irgendwie einer Weile, ja. Jetzt schon einfach mal hier. So, hier ist doch auch so ein Seil durchgepackt. Mhm. Alter! Das gibt's doch nicht. Oh, du bist ja. Ganz sicher, dass der sagt, ey, Bruder, drück mich. So in der Art. Die Frage ist nur, muss man da lange drauf gucken, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Hier hinten ist überall Schluss. Woher hier drüben geht's ja noch weiter, aber... Ja, aber das geht Weg nach oben irgendwie, ja. Oh, da sind schon erste Feinde wieder. Aber da ist ein ziemlich großer Schlitz noch zwischen, da fällt man eher runter als rüber. Weil du ja nicht springen kannst, wenn du hier dumm gehst. Party time, Death Trap! Und was ist, wenn das X genau auf diesem Ding ist, auf diesem Boot von dem Kran hier? Meinst du? Nee. Ich sehe nicht. Sind jetzt wirklich Gegner ist. Ja, ja, hab ich gesagt. Töten wir die einfach mal. Vielleicht spawnt das X dann besser. Wie bin ich denn hier letztes Mal hochgekommen? Und jetzt aus Versehen aufs X laufen. Hoch. Ja, toll, jetzt werde ich hier von den Schmutzfinken angegriffen. So, das heißt, die anderen spawnen jetzt hier auch alle wieder, ja? Nach und nach, ja. Ist doch scheiße, ist das doch. So richtig kacke ist das doch. Rennst du jetzt mal von der anderen Seite hoch, oder? Bitte? Ja. Ja. Ich hätte gedacht, dass das hier vielleicht auch noch knapp drin ist und dass das X hier oben ist. Auf diese Ranke kannst du nicht springen, oder? Auf die, wo hier die Dinger hängen? Da. Die da? Ich glaube nicht. Oh. So, was ist denn das Rote hier? Achso. Da muss irgendwas drüber sein, dass wir das nicht sehen. Aber was denn? Oder es ist irgendwo in eine Wand so halb reingepackt. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass das auf dem Boden ist. Oder ist es wirklich hier irgendwo... Auf so einem kleinen Vorsprung irgendwo. Oh, das ist der vollkommen falsche Platz.
Na, höher. Achso, es geht doch auch noch nach ganz oben, oder? Mm. Guck mal auf der Map. Guck mal auf der Map und dann nach ganz oben. Aber da geht's bestimmt nicht hoch, oder? Weiß ich nicht, wir sollten ja in der Hauptquest, glaube ich, den Fahrstuhl nehmen, irgendwie. Ja, stimmt. Oh ja, Gott. Nicht, dass das ganz oben ist. Ja, das wäre natürlich. LOL, wäre das. Gut, dann würde ich sagen, erstmal Folgenpölzern, oder? Ja, weil das war sonst auch immer ein bisschen. Also nicht so nah eigentlich. So, lass aber die erstmal totschießen, ja. Nur schon. Einer schießt halt noch. So. So. Spitze, bedanke dich. Ja, wenn es euch gefallen hat, ne? Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.